So, jetzt ist es auf jeden Fall da und da schmeißen wir jetzt das Handlock raus. Wenn ich das Lock aus dem Fenster werfe, ohne die Zeit messen zu können, bin ich kein Stück weiter. Ach so, dann brauchen wir jetzt irgendetwas, womit wir die Zeit messen können. Alles klar, ich wollte gerade sagen Kompass, aber damit misst man ja nicht die Zeit. Köpfchen, erst denken und dann denken und an den Mund weiterleiten. So, was machen wir denn jetzt damit? Irgendetwas bohren, aber was denn? Ach Gottchen, irgendetwas bohren. Also, mit dem Dämmmaterial können wir vielleicht die Gasausströmung dämpfen. Dann können wir da vielleicht durch, also da, wo wir reingekracht sind. Und mit diesem Ding, mit dem Schädelbohrer, können wir vielleicht das Souvenir aufbohren. Also fällt mir jetzt so, ne, spontan ein. Ich bin mir aber unsicher. Versuchen wir es einfach mal. Können wir es darauf legen? Wahrscheinlich muss ich das von unten, also von der Messe aus machen. Weil hier können wir nichts anklicken. Das geht nicht. Durch den heißen Dampfstrahl sollte ich besser nicht durchlaufen. Aber wenn ich richtig liege, führt diese Tür zu demselben Raum, den ich von der anderen Seite des Schiffes aus sehen kann, gegenüber dem des Arztes. Die quatscht immer noch weiter. Ich glaub's nicht. Du bist echt eine Quatschtante, oder? So. Aber hier strömt das Gas aus. Das ist schon mal etwas. Komme ich da denn an? Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Das hier vielleicht? Lötstelle? Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Da sollte ich nicht bohren. Nee. Schädelbohrer. Vielleicht passt der in die Pumpe da. Da brauchen wir auch so. Da sollte ich nicht bohren. Ein kleiner, sehr kurzer Metallstift ist zerbrochen, der den Pumpenarm an seinem Platz hält. Mit einem ähnlich geformten Gegenstand könnte ich die Pumpe aber vielleicht wieder reparieren. Naja, der Nagel wäre ja eigentlich perfekt, aber geht nicht. Was ist das? Säcke? Die alten Säcke sind an einigen Stellen aufgeplatzt. Darin wird Kakao gelagert. Oder was davon noch übrig ist. Okay. Moment, was können wir denn jetzt damit machen? Hier vielleicht reinbohren? Bohren? Da sollte ich nicht bohren. Nee, aber vielleicht hier die Schiffsladung. Da sollte ich nicht bohren. Nee, würde ich auch nicht machen. Rohre. Komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segel. Die Tür wird durch die heruntergefallene Ladung blockiert. Zahnrad, das geht auch alles nicht. Ach Gottchen, was ist denn da? Kann ich da noch... Nee, Zahnrad, ja. Das kann ich da nicht einsetzen, oder? Als könnte man das da einbauen. Ja, das wäre ja völlig verrückt. Zahnräder mit Zahnrädern verbinden. Nee, das... Meine Güte, wie komme ich da bloß drauf? Aber hier ist auch irgendwie alles auffällig, da... Moment, was? Gasflasche? Tagebuchseite. Noch immer zeigt Fiona keine Reaktion. Ja, stimmt, das war das mit Fiona, aber da gab es doch noch irgendetwas, irgendwie eine Flasche oder so. Flasche. Da, oder spinne ich jetzt? Da konnte ich doch... Rohre, Säcke. Spielkarten. Ein Set mit französischen Spielkarten. Das Pik Ass liegt oben. Aha, ist das ein Hinweis, ja? Was willst du mir damit sagen, Anna? Bodenluke. Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Alles klar, Pumpe. Pumpe, ach da, guck mal. Ein kleiner, sehr kurzer Metallstift ist zerbrochen. Die Rohre leiten das abgepumpte Wasser ab. Also brauchen wir jetzt irgendetwas, womit wir die Pumpe reparieren können. Das Amulett zufällig? Das passt da nicht. Nee. Das wäre auch, ne? Nee, dann gehen wir jetzt mal da oben hin. Und wo können... Versuchen wir das einfach mal. Da oben am Souvenir zu bohren. Kartentisch. Vielleicht könnte ich auch das hier aufbohren. Da sollte ich nicht bohren. Nee, das wäre blöd. Souvenir. Da sollte ich nicht bohren. Das geht auch nicht. Ah, das ist sehr blöd. Das ist sehr, sehr, sehr blöd. Kompass. Steuerrad.
Als könnte man das da einbauen. Nee, also jetzt bin ich auch wirklich überfragt. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wohin. Dämmmaterial, was... Mit diesem Stoff können Öffnungen winddicht gemacht werden. Es kann aber auch zur Hitzedämmung eingesetzt werden. Kann, muss aber nicht. Aber ich würde... Doch, ich will die Hitze da dämmen, aber... Gut, gehen wir runter in die Messe. Und überlegen nochmal, was können wir denn machen? Da gab es ja hier noch andere Räume, da gucken wir jetzt mal rein. So. Dieser eine Raum mit diesem Höllentor oder sowas. So, nebenbei drücke ich mal auf die Leertaste, vielleicht finde ich da noch irgendetwas. Den Zettel habe ich schon untersucht. Motorblock. Schranktür. Die Türen dieses Metallschrankes sind komplett verrostet. Da sollte ich nicht bohren. Nee, das würde ich auch nicht machen. Groß. Das Metallrohr vibriert und ist warm. Kurbel. Wozu es wohl dient auf einem Segelschiff wie die... Es passiert nichts. Die Uhr scheint nicht zu funktionieren. Ziffernblatt. Ein großes Ziffernblatt. Der Mechaniker scheint es eigenhändig zusammengesetzt zu haben. Das ein riesiges Uhrwerk. Sieht aus, als hätte es der Bewohner dieses Raumes aus alten Teilen selbst gebaut. Lücke. Ah, da ist eine Lücke. Hier scheint ein Zahnrad zu fehlen. Ja, das haben wir doch. Moment, das tun wir jetzt mal in die Lücke. Das Zahnrad hält nicht einfach so von allein. Ich bräuchte noch Schrauben, um es zu befestigen. Wo finden wir denn bitte schön Schrauben? Wir hatten einen Nagel, aber Schrauben? Schranktür. Hier muss man auch genau hingucken, dass man auch bloß nichts übersieht. Zum Beispiel die Lücke, das ist ja... Uhrwerktor zur Hölle. Was ist hier? Ein Brief? Mein Volkert. Ja, das haben wir schon gelesen. Werkbank. Das ist alles Werkbank. Da ist eine Skizze. Metallregal. Ein großes Regal voller Metallschrott. In der Kiste ist auch nichts mehr drin, oder? Sieht aus, als wäre darin nur Apfel. Ich frage mich, was so ein Maschinenteil auf einem Segelschiff zu suchen hat. Ich habe so viele Gegenstände und ich weiß echt nicht, da kann ich doch... Wer weiß, wofür ich den Alkohol noch brauche. Zum Desinfizieren vielleicht. Gehen wir mal zum Lex und... Oder besser gesagt, gehen wir mal auf die andere Seite. Und was gab es da denn? Da gab es eine Tür, die nicht aufgeht, oder? Die Tür ist verschlossen. Gut, dann lassen wir die mal verschlossen. Da kann ich etwas nehmen. Schau mal, schau mal. Da. Moment, wo ist es jetzt hin? Da konnte ich doch gerade etwas nehmen, oder nicht? Türschlosser. Außenluke. Die Luke geht durch die Schiffswand. Sie ist sehr verrostet. Auch wenn sie offen wäre, würde man direkt im Wasser... Da sollte ich nicht bohren. Nee. Aber da konnte ich doch eben gerade einen Rettungsring... Jetzt bin ich bereits an Bord und brauche ihn nicht mehr. Nein, wirklich. Du bist aber... Da, schau mal, hier, da kann ich was aufnehmen. Ach, ist das ein Glitch oder was? Das befindet sich eigentlich hinter der Tür, oder wie? Das ist sehr komisch. Moment, da gehen wir jetzt nochmal hin und jetzt... Da gab es eine Hand, auf jeden Fall. Da können wir etwas aufheben. Sehr komisch, sehr komisch, sehr komisch. Naja, wir kommen hier anscheinend wieder nicht weiter. Kann ich denn das Türschloss damit aufbohren? Ah, guck mal, das geht. Ich habe das Schloss aufgebohrt. Sehr cool, dann können wir jetzt hier rein. Ein neuer Raum. Was ist hier drin? Offene Kiste. Okay. Da sind vermoderte Laken und Kittel drin. Bettwärmer. Der Bettwärmer sieht wie ein kleiner Ofen aus. Okay. Was ein E-Mail im E-Mail-Schlüssel. In diese alte E-Mail-Schüssel tropft ab und zu Wasser. Man kann das rostende Metall an zahlreichen Stellen sehen, an denen die Emailleschicht abgesprungen ist. Das ist zum ersten Mal das Wort, die Emailenschüssel. Naja. Arzttasche. Ah, da ist sicherlich Verbandszeug. Davon kann ich sicher etwas gebrauchen. Würde ich auch sagen. Hier ist noch eine Schranktür. Und in der Schranktür ist nichts zu finden. Das ist cool. Das ist... Da ist noch eine Schranktür. Und darin gibt es auch nichts. Ja, das ist ja fantastisch. Müssen wir nicht so viel mitschleppen. Hier die Hose, die... Ja, das sieht ja gar nicht mehr schick aus. Voller Beulen von
von der Kette und von dem Bettwärmer. Zierlampe. Diese Zierlampe ist viel zu unhandlich. Außerdem ist es ja bereits hell im Schiff. Ja, ja. Bild des eines Skeletts. Ein anatomisch korrektes Abbild eines Skeletts. Okay. Und ja, darin willst du nichts sehen. Lex könnte sich hier reinlegen, aber der Sturkopf sitzt lieber. Ja, ja. Vielleicht, weil er seine Rippen gebrochen hat, ne? Der Spiegel ist zersprungen, aber noch hält das Glas zusammen. Okay. Da ist ein Bild. Bilder von menschlichen Organen. Und eine Bibel. Eine Bibel? Sie ist aufgeschlagen und eine Stelle angestrichen. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oh Mann. Okay, Notizzettel. Und hier sind blutige Verbandsüberreste. Aha. Zahlreiche alte, verkrustete Verbände liegen herum. Hat dieser Doktor versucht, den Menschen zu helfen oder ihnen zu schaden? Also ich glaube eher, dass er versucht hat, ihnen zu schaden. Ein verrückter Wissenschaftler war das hier. Notizzettel. Ist ja wie ein Bioshock hier. Verehrter Dr. Juarez, nochmals möchte ich mich für Ihre Hilfe bedanken. Boy, geht es schon besser. Natürlich hoffe ich, dass es nicht zu weiteren Zwischenfällen kommt. Und Volkert hat hoffentlich seine Lektion gelernt. Aber sicherheitshalber habe ich unseren Morphiumvorrat in dem Raum neben der Messe eingelagert, damit wir im Ernstfall schnellen Zugriff darauf haben. Captain Marquez. Alles klar. Ich war gerade ein bisschen irritiert von der Uhr, denn die hat irgendwie komisch geleuchtet. Ich habe gar nicht richtig zugehört. Verdammt, das ist... Aber ich denke mal, wir kommen schon irgendwie weiter, oder? Hier ist ein Bild. Irgendetwas stimmt mit dem Bild nicht. Es sieht aus, als würde sich etwas durch das Bild drücken. Aha, kannst du es denn entfernen oder sowas? Irgendetwas stimmt mit dem Bild nicht. Es sieht aus, als würde sich etwas durch das Bild drücken. Oh Mann, So hilft mir das Leder nicht weiter. Nee, da ist ein Buch. Ein medizinisches Tagebuch. Die letzten Einträge berichten von einem Matrosen, der die Hand gequetscht hatte. Außerdem wird ein Subjekt A erwähnt. Subjekt A springt auf die Behandlung nicht an. Ich werde trotzdem die Dosis erhöhen. Oh Mann, also hier ist ein Bettwärmer und die Arzttasche. Ich möchte mal die Arzttasche untersuchen. Da ist ein Verband, eine Nadel und ein dünner Faden in der Tasche. Verband, Nadel und dünne, hier, okay, damit können wir auf jeden Fall den Lex verbandagieren. Das machen wir dann auch jetzt mal gleich. So, jetzt nicht verlaufen. Nein, da lang. So, Kapitänskajüte. Rein da.